So, geht mal wieder weiter hier mit Let's Play. Let's Play. Heavy Rain. Ja. Vorgehensweise Opfer. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Okay. Das hatten wir ja schon mal. Ja, ist jetzt auch nichts Besonderes. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Können viele sein, ne? Es können echt viele sein. Naja, eine Fenil. Dazu sage ich mal lieber nichts. Ach, komm, die Akten. Ach, die Akten hatte ich ja jetzt, ne? Ja. Hatten wir. Die Akten hatten wir. So, die Hinweise, bitte. Sieh an, es gibt etwas Neues. Die Videoaufzeichnung vom Park am Tag, als Sean Maas verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist, aber wer weiß. Mal gucken. Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Könnte mit der Entführung von Sean Maas übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Gucken, auf was für ein Name ist er denn. Auf was für ein Name ist er denn registriert? Guck mal, da ist er doch. Da. Da. Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Ein gestohlenes Fahrzeug. Moment. Jackson Neville wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. Aber das zeigt ihm jetzt auch nicht. Naja. Gestohlenes Auto. Naja. Ach so. Wieder neuer Hinweis. Ah ja. Jackson Neville, alias Mad Jack, handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber mehr habe ich im Moment nicht. Könnte, hätte, müsste, wollte.
Hä, bin ich ja wieder hier. Naja. Hat Mars gestanden? Nein, noch nicht. Er ist bewusstlos. Wenn er wieder aufwacht, geht's weiter. Er ist tougher, als ich dachte. Ganz egal, der singt. Wie alle. Ich sollte meine Vorgesetzten fragen. Auf jeden Vielleicht. Fall. Mein Glückwunsch. Nein, das ist dumm. Das war ich muss das allein durchziehen. Ich werde mit der Presse sprechen. So etwa in Er könnte einer Stunde. Schuldig sein. Er verhält sich merkwürdig und erzählt wirres Zeug. Wollen Sie nicht lieber erstmal auf sein gesagt, dass er nicht der Origami-Killer ist. Oh nein. Wir haben ihn überführt. Mehr interessiert Ich glaube, die Presse Mars ist unschuldig. Ich muss ihn hier rausholen. Ethan Mars ist unschuldig. Er ist überzeugt, dass nur er Sean retten kann. Was, wenn es stimmt? Ich gehe das Risiko ein. Ich muss ihn hier raus. Das geht mir nichts an. Wenn Perry und Blake Mars für den Mörder halten, bin ich machtlos. Ach, können wir jetzt machen. Wir müssen hier raus und einen anderen Fuzzi helfen. Ach, den anderen Fuzzi befragen, meine ich natürlich. Wo ist denn hier der Ausgang? Dieser Mad Boy. Okay, nicht laufen, das verwirrt mich. Ich kann für Mars nichts tun. Gegen ihn liegt eine ernste Anklage vor. Den scheiß Carl Perry kümmert es einen Dreck, ob Blake Zeugen schlägt oder Mars unschuldig ist. Der will nur der Presse sagen, dass der Origami-Killer verhaftet ist. Verrotte. Er kommt da sowieso raus zum Schluss. Hey Blake, alles klar? Nein, ich kann nicht nur zusehen. Ich helfe Mars hier rauszukommen. Was soll man denn jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Wir haben eine weitere verdächtige Version. Wenn wir zu lange warten, dann dreht dieser Mad Jack vielleicht wieder durch. Vielleicht aber auch nicht. Wieso geht's denn nicht? Ach so, wegen Ethan Mars, ne? Ja. Sehr gut. Hey Kollege, wer soll ich denn hier rausholen, bitteschön? Die sind überall Polizisten. Die sind ja witzig. Beziehungsweise er, sie, es. Das ist mein Büro. Toilette.
guck dir an, du bist ein runtergekommener Polizist. Du bist nichts. Du bist drogensüchtig. Vollkommen am Ende. Machen wir hier einen Schnitt, wir sehen uns im nächsten Part.